Damit machen wir den kurzen Umbau hier auf der Bühne, während ich den nächsten Referenten ankündigen darf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zwar, wenn ich jetzt mit ihm dann auf Dialekt sprechen würde, dann würden Sie absolut nichts verstehen. Er kommt nämlich aus dem gleichen Kanton wie ich und er spricht über etwas ganz Besonderes, über die Pinch-Analyse. Es handelt sich um Professor Dr. Beat Wellig. Er ist Leiter Kompetenzzentrum Thermische Energiesysteme und Verfahrenstechnik an der Hochschule Luzern. Er beleuchtet in seinem Referat den Schweizer Industriesektor, weil 20% vom Schweizer Energiebedarf entfällt ja genau auf diesen Bereich. Logisch, dass sich auch hier das Thema Energieeffizienz gut behandeln lässt, vor allem wegen der Kosten. Es geht bei ihm um die optimale Effizienz bei minimalen Kosten, völlig überraschend, und genau dafür gibt es die sogenannte Pinch-Analyse. Was dahinter steckt, das erfahren wir jetzt bitte schön von meinem Landsmann Beat Wellig. Bitte schön. Bitte. So. Ganz herzlichen Dank für die Einführung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und Ihnen in den nächsten 25 Minuten das Thema etwas näher bringen kann. Aber bevor ich einsteige, möchte ich zuerst natürlich Heidi und Remo ganz herzlich danken für die Einladung, für das Vertrauen und insbesondere natürlich auch gratulieren zum 30-jährigen Jubiläum der BMS Energietechnik. Gut, ich sehe meine Rolle hier heute eher als der Techniker. Wir haben heute sehr interessante Referate gehört und ich mache jetzt den Schritt hinüber in die Technik und möchte Ihnen die Pinch-Analyse etwas näher bringen und Ihnen den Nutzen aufzeigen und das Potenzial. Bevor ich einsteige, möchte ich ganz kurz uns vorstellen, damit Sie wissen, woher ich komme, was wir tun. Es wurde schon gesagt, ich bin auch von der Hochschule Luzern, von diesem Kompetenzzentrum, und wir betreiben praxisorientierte Forschung und Entwicklung in den Bereichen Energie, Verfahrens- und Umwelttechnik und sind organisiert in diesen Forschungsgruppen, ein Team von etwa 40 Mitarbeitern, die sich mit ganz unterschiedlichen Projekten rund um Energie und Umwelt befassen. Ich möchte das anhand von ein, zwei Beispielen zeigen, damit Sie auch ein Gefühl bekommen. Ich habe extra eins herausgepickt, wo Remo beteiligt war, also ein Projekt, da geht es um Wärmepumpen, ein sehr wichtiger Schwerpunkt von uns. Und ja, diese Anlage hat Remo mit seinen Kollegen aufgebaut. Die andere Anlage kennen Sie vielleicht aus den Medien von Professor Leibengut, die Turbowärmepumpe. Wärmepumpen ist generell ein wichtiges Thema, sei es Luftwasser, Sohlewasser, Niederhub, aber auch Wärmepumpen in ganz anderen Gebieten. Also falls Sie ein Gerät von V-Zug zu Hause haben mit einer Wärmepumpe, dann steckt in jedem Fall unsere Wärmepumpe drin. Das letzte Beispiel, der Geschirrspüler mit Wärmepumpe. Wir arbeiten aber auch intensiv im industriellen Sektor, hier als Beispiel Abwärmenutzung, schmutzresistente Wärmeübertrager, also Wärmeübertrager, die mit extremen Bedingungen umgehen können, mit sogenannten Fouling. Wir entwickeln auch Prozesse, hier ein Beispiel von Sika, oder noch als letztes Beispiel, falls Sie, was ich natürlich nicht hoffe, ein Medikament von Novartis brauchen zum Inhalieren mit inhalierbaren Wirkstoffen, dann ist die Chance sehr groß, dass das auf unserem von uns entwickelten Prozess hergestellt wurde. So, das ganz kurz, damit Sie wissen, woher ich komme, was wir tun. Heute geht es um etwas anderes, nicht um Wärmepumpen oder um Prozesse, sondern um Energieeffizienz und im Speziellen um Industrie. Und ich denke, das Thema passt hervorragend zusammen. Ich möchte Ihnen jetzt die Pinch-Analyse etwas näher bringen. Und die Pinch-Analyse ist wirklich eine Art Perspektivenwechsel. Lassen Sie mich es so formulieren, eine andere Sicht auf Prozesse. Und dank dieser anderen Sicht kommt man eben auch auf Lösungen, die nicht offensichtlich sind, auf die man wahrscheinlich nicht kommen würde. Okay, zuerst allgemein. Wir haben ja schon heute einiges gehört, wir haben es jetzt ja auch gerade im Interview gehört. Also wir alle wissen, was zu tun ist. Wir wollen, sagen wir so, die meisten wollen aus dem Atom, wollen den Atomausstieg, aber natürlich gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Klimaziele erreichen. Und wie das zu erreichen ist, das wissen Sie auch. Wir müssen den Anteil, und ich möchte betonen, Anteil in Bezug auf das Referat von Herrn Burger,
Es geht darum, den Anteil der erneuerbaren Energien markant zu erhöhen und natürlich auch die Energieeffizienz. Gut, und in der Industrie nur eine kleine Statistik, das wissen Sie wahrscheinlich die meisten von Ihnen. In der Schweiz haben wir ja diesen Kuchen mit Drittel, Drittel, Drittel ungefähr. Ein Drittel für Haushalt, Drittel Verkehr und ein Drittel Industrie und Dienstleistungen. Etwa 20% des gesamten schweizerischen Energiebedarfs geht in die Industrie. Das ist den meisten bekannt, aber das Zweite, das ist eher weniger bekannt. Seit Fukushima redet man natürlich sehr stark von Strom, Strom und Antriebe, Elektrogeräte und so weiter. Aber man muss sich das vor Augen führen, über die Hälfte der Energie, die in der Industrie benötigt wird, geht in die Prozesswärme. Im Vergleich dazu, Antriebe, Prozesse, ist nicht mal die Hälfte davon. Deshalb hat natürlich diese Prozesswärme auch eine besondere Bedeutung beim Bundesamt für Energie oder bei der Energieagentur der Wirtschaft. Also wenn man bei der Industrie ansetzen will, dann kommt man nicht drum herum, die Prozesswärme zu reduzieren, dort die Energieeffizienz zu steigern. Und das ist natürlich insbesondere wichtig im Hinblick auf den Klimaschutz, weil natürlich ein großer Teil dieser Prozesswärme wird mit fossilen Energieträgern erzeugt. Ja, wenn man sich jetzt so industrielle Prozesse ansieht, oft sehr, sehr große Energiemengen im Spiel. Ups, Entschuldigung, das war zu schnell. Und ich möchte das mal reduzieren auf drei Feststellungen. Zuerst mal, das Bundesamt für Energie schätzt, und ich denke auch, das ist eine vernünftige Zahl, dass bei industriellen Prozessen ein Potenzial von ungefähr 20-40% Effizienzsteigerung drin liegt. Das ist eine ganze Menge. Wenn wir das auf diese eben 20% des gesamten Energiebedarfs beziehen, ist das sehr, sehr viel Energie. Der zweite Punkt, und der scheint mir sehr, sehr wichtig. Effizienzmaßnahmen im Industriesektor sind oft viel kosteneffektiver als zum Beispiel im Gebäudebereich oder im Bereich erneuerbare Energien. Jetzt habe ich vorhin mal kurz da durch diesen Newsletter geblättert, Sie können ja mal selber reinschauen, da steht ein Paradebeispiel drin. Wenn Sie da Seite 5 aufschlagen, dann sehen Sie da ein wunderbares Projekt, wirklich ein absolutes Paradeprojekt, wo die BMS Energietechnik mitgewirkt hat. Ich kenne dieses Projekt ziemlich gut. Emmi in Ostermundigen, wo man aus Schmutzwasser Wärme zurückgewinnt. Und ich habe natürlich jetzt keine Folie dazu, aber schauen Sie sich mal diese Kreise an. Und dann wissen Sie, was ich meine mit kosteneffektiv. Mit einem Franken kann man sehr oft in der Industrie viel mehr bewegen, als mit einem Franken, den man in eine Gebäudehülle steckt. Zum Beispiel. Gut, obwohl es kosteneffektiv ist, ist es auch eine Tatsache, dass es immer noch so ist, dass viele wirtschaftliche Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das anzugehen ist. Gut, jetzt industrielle Prozesse sind komplex. Ja, Leitungen, Apparate und es ist viel, viel komplexer als vielleicht die Wärmepumpe zu Hause. Das soll das darstellen. Und ich möchte versuchen, einige Fragen aufzuwerfen, denen wir täglich begegnen, wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren. Die Fragen kommen ziemlich harmlos daher, aber die haben es in sich. Wie effizient ist der Prozess? Eine ganz schwierige Frage. Bei einer Wärmepumpe, da haben wir einen COP oder bei einem Motor, da können wir einen Wirkungsgrad definieren. Das ist einfach für den Ingenieur. Aber bei einem industriellen Prozess ist das sehr schwierig zu beurteilen, wie effizient ist jetzt der wirklich? Zweite Frage. Wie groß ist denn überhaupt der minimale Energiebedarf, wenn der Prozess schon optimiert wäre? Wiederum bei der Wärmepumpe kennen wir das bestens, da kennen wir den Carnot, jetzt für die Ingenieurinnen und Ingenieure unter Ihnen, da wissen wir, okay, die Gesetze der Thermodynamik erlauben maximal diese Effizienz. Aber was machen wir bei einem industriellen Prozess? Wie groß ist das Wärmerückgewinnungspotenzial? Hat es überhaupt Potenzial? Lohnt sich der Einsatz von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken?
Einsatz von Solarenergie und so weiter. Wenn man optimiert, wenn man Maßnahmen umsetzt, muss ich Geld in die Hand nehmen. Wie viel soll ich optimalerweise in die Hand nehmen? Wo ist das Optimum zwischen den Investitionskosten und den Betriebskosten, die ich einspare? Und natürlich zu guter Letzt, wie kann ich dieses Optimum erreichen? Und natürlich, die Pinch-Analyse beantwortet jede dieser Fragen. Zu jeder Frage kriegt man durch eine Pinch-Analyse eine klare Antwort. Gut, und das möchte ich jetzt Ihnen zeigen. Also ich möchte zuerst versuchen zu erklären, was ist denn überhaupt eine Pinch-Analyse? In erster Linie denke ich eben, es ist eine andere Sicht auf Prozesse und dann etwas vielleicht technischer formuliert. Es ist eine systemorientierte Methode. Also wir befassen uns nicht mit einem einzelnen Rührkessel oder mit irgendwelchen Einzelapparaten, sondern immer mit dem Gesamtsystem, mit dem gesamten Prozess und versuchen herauszufinden, wie kann ich die Energieströme im Prozess optimal miteinander verknüpfen, damit ich insgesamt am wenigsten Energie benötige bei minimalen Kosten. Oder ich könnte es auch so sagen, und das stimmt nicht von mir, sondern vom ehemaligen BFE-Bereichsleiter, der immer gesagt hat, okay, die Pinch-Analyse ist Energieoptimierung mit System statt Trial and Error. Jetzt probiere ich das anhand von einem Beispiel Ihnen näher zu bringen. So quasi vom Euter zum Tetrapack. So. Und ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt, dass Sie vielleicht nachher rausgehen und sagen können, okay, ja doch, jetzt habe ich ein bisschen verstanden, was das mit der Pinch-Analyse auf sich hat. Das Beispiel ist ganz, ganz einfach. Also eben, wie gesagt, das Euter und wenn das, die Milch dann zum Betrieb kommt, nehmen wir mal an, die ist 15 Grad, die muss erwärmt werden auf eine bestimmte Temperatur, 2-3 Minuten gehalten und dann wieder abgekühlt auf 5 Grad und dann verpackt in die Tetrapack und dann geht es ab in die Mikro oder den Coop. Gut, ganz einfaches Beispiel, die Annahmen stehen da oben. Wenn man das so macht, muss man mit einer bestimmten Heizleistung rein und mit einer bestimmten Kühlleistung. Also insgesamt eine ganze Menge, in diesem Fall bei diesen Zahlen etwa 1 Megawatt Heiz- und Kühlleistung zusammen. Jetzt, was machen wir bei der Pinch-Analyse? Wir führen ein Diagramm ein. Es gibt natürlich viele, viele verschiedene, aber das ist wohl das Wichtigste, Temperatur, Leistung, also Grad Celsius und Kilowatt. Dort tragen wir diese Ströme, wie wir das in unserer Sprache nennen, ein, nämlich eben diese kalte Milch, die da erwärmt werden muss, von 15 auf 75, dann eben da 75 und dann anschließend wieder abgekühlt werden muss. Wenn man keine Wärmerückgewinnung macht, dann kennen wir ja jetzt die Leistungen, was auf der vorderen Folie stand, nämlich diese etwa 1000 Kilowatt. Wenn man das so macht, führt das zu bestimmten Kosten und wir schauen jetzt immer Investitions- und Betriebskosten an. Investieren müssen Sie nichts, weil Sie machen ja keine Wärmerückgewinnung, aber Sie brauchen eine bestimmte Menge Energie pro Jahr zum Beispiel. Das führt dann eben auch zu einer bestimmten Kosten pro Jahr. Das ist natürlich noch ziemlich uninteressant. He? Gut, jetzt, Sie haben es vielleicht gesehen, wenn ich so zurückgehe, ich schiebe die Kurven jetzt zusammen. Was passiert dann? Sie überlappen. Das heißt, im überlappenden Bereich kann ich Wärmerückgewinnung machen und in diesem Fall sind es diese 154 Kilowatt. Und was bedeutet das? Jetzt muss ich exakt 154 Kilowatt weniger heizen und 154 Kilowatt weniger kühlen. Exakt. Und das gilt auch für die ganze Lonza. Also wenn Sie irgendwo in der Lonza 1 Megawatt Wärmerückgewinnung machen, dann müssen Sie genau 1 Megawatt weniger heizen und genau 1 Megawatt weniger kühlen. Genau. Und wenn man das macht, kriegt man halt dann wieder diese Punkte. Jetzt habe ich so hineingeschoben, dass ich da eine Temperaturdifferenz habe von 40 Grad oder 40 Kelvin. Das führt wiederum zu Kosten. Jetzt brauche ich natürlich weniger Energie. Also das ist günstiger, aber ich muss ein bisschen investieren. Annualisierte jährliche Kosten. Das Spiel kann ich jetzt weiter treiben. Ich schiebe die Kurve noch weiter hinein. So kann noch mehr Wärmerückgewinnung machen. Wie man da oben sieht, der Wärmeübertrager, den man benötigt, wird noch größer. Und die Energiekosten
sinken weiter, aber ich muss mehr investieren. Und wahrscheinlich haben Sie das Spiel schon durchschaut. Wenn ich es noch weiter runterschiebe, zum Beispiel so, dass es noch 10 Grad Unterschied sind, führt das zu einer sehr großen Wärmerückgewinnung, entsprechend natürlich noch tieferen Energiekosten in Rot, aber natürlich höheren Investitionskosten. Wenn man das natürlich jetzt für jede beliebige Temperaturdifferenz macht und die Kosten berechnet, sieht man, irgendwo gibt es ein Minimum. Ist jetzt gerade hier bei 10 Grad. Das heißt, das ökonomische Optimum für die Wärmerückgewinnung für diesen ganz einfachen Prozess sind diese 10 Kelvin Temperaturdifferenz. Das führt zu jährlich minimalen Energiekosten, Gesamtkosten. Entschuldigung. Jetzt in Realität ist es natürlich nicht so, da hat man nicht zwei Ströme, sondern 20 oder 50 oder 200. Typisch in den Projekten, die wir durchführen, sind vielleicht 20 bis 50 Ströme. Die größte Pinch-Analyse waren etwa 200 Ströme. Aber das Prinzip ist genau das gleiche. Man erhält dann eben diese Kurven, diese charakteristischen Kurven, neudeutsch Composite Curves, die eigentlich nichts anderes als das Wärmeangebot und den Wärmebedarf darstellen. Und genau gleich wie bei diesem Beispiel von vorhin, kann man die verschieben. Jetzt auch noch der Name, woher kommt dieser Name Pinch? Also das ist keine Abkürzung oder etwas, das ist nichts anderes als der englische Begriff für Einschnürung oder to pinch, einschnüren. Dort, wo die Kurven sich am nächsten kommen. Und im überlappenden Bereich haben wir Wärmerückgewinnungspotenzial. Bei hohen Temperaturen müssen wir heizen, ja, natürlich, wir brauchen Dampf, Erdgas, was auch immer. Bei tiefen Temperaturen müssen wir kühlen, sogenannte Abwärme, oft. Und jetzt ist die Kunst natürlich, dass man das Ganze so optimiert, dass man eben, wie in diesem einfachen Beispiel, zu minimalen jährlichen Energiekosten kommt, Gesamtkosten kommt, also große Delta-Ts geben wenig WRG, aber auch wenig Investitionskosten, dafür viele Energiekosten und umgekehrt. So, also das war mein Versuch, Ihnen da in etwa 6-7 Minuten die Pinch-Analyse näher zu bringen. Jetzt, wie sieht das real aus? Das waren jetzt einfache Beispiele und jetzt möchte ich Ihnen mal eine reale Composite-Curve zeigen von einem Prozess. Ich darf ihn nicht nennen, aber Sie haben alle schon die Bonbons oder Karamells und so weiter in der Migros wahrscheinlich gekauft und gegessen von diesem Lebensmittelunternehmen. Und hier sind jetzt so einige Composite Curves, dass Sie sich das besser vorstellen können. Da sehen Sie eben diese rote Kurve. Das ist jetzt quasi eine andere Perspektive auf den Prozess, die widerspiegelt das gesamte Wärmeangebot der Prozesse. Und die blaue Kurve, die widerspiegelt den gesamten Wärmebedarf der Prozesse bei einem bestimmten Betriebsfall, jetzt da halt volle Produktion, Übergangszeit mit einer integrierten Wärmepumpe. Ein zweites Beispiel, genau der gleiche Prozess. Das ist jetzt im Fall, wenn reduziert produziert wird, also das heißt, einige Prozesse sind nicht in Betrieb oder mit weniger Kapazität. Oder als letztes Beispiel hier der Winterfall. Und siehe da, im Winterfall, man braucht eigentlich gar keine Kühlleistung mehr. Aber man sieht hier die Heizleistung, das Wärmerückgewinnungspotenzial. Kühlen muss man nicht mehr. Also, es ist eine neue Sicht, auf den Prozess. Und was wir erhalten, ganz klare Werte, also absolute Werte und nicht relativ. Dazu komme ich nachher später noch. Gut, also, und dann der nächste Schritt natürlich noch, die Kunst ist dann, daraus ein Design zu machen, ein Anlagendesign, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wie man das macht, aber eigentlich geht es jetzt darum, dieses Potenzial umzusetzen, nämlich, was man hier sieht, dieses Wärmerückgewinnungspotenzial durch Verschalten der Energieströme auszuschöpfen. Und natürlich kann man in Realität nie alles ausschöpfen, aber wenn wir da 40% Potenzial finden und die Hälfte ausschöpfen, dann haben wir 50% erreicht und das ist sehr gut. Okay, gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen kurz aufzeigen, was ist der Nutzen dieser Pinch-Analyse. Ich denke,
es ist eben wirklich diese besondere Sichtweise. Man optimiert nicht nur die Technik und nicht nur energetisch, sondern letzten Endes auch kostenmäßig. Natürlich ist der zweite Punkt oft ein schlagendes Argument. Also bis zu 40% Energieeinsparung sind durchaus möglich. Der typische Bereich sind 10-40%. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist sicher, dass man eben Maßnahmen planen kann, strategisch umsetzen kann, sich nichts verbaut durch falsche Maßnahmen. Das ist eigentlich das, was man immer antrifft, irgendwo in der Industrie, da warm, da kalt oder irgendwie Druckluftkompressor und da Brauchwarmwasser, mache eine WRG und dabei hätte ich diese Wärme unterwegs dreimal verwenden können, bis ich dann auch noch das Brauchwarmwasser aufwärme. Dann als nächste Frage, wann ist das sinnvoll? Natürlich, es geht um thermische Prozesse. Also wenn Sie Prozesse haben mit Heiz- und Kühlaufgaben auf verschiedenen Temperaturniveaus, sei es kontinuierliche Prozesse oder Batch-Prozesse. Natürlich auch für neue Anlagen, first time right, von Anfang an richtig. Oder dann auch, wenn es darum geht, das zu verbinden mit der Gebäudetechnik, für Abwärmenutzung, für Fernwärmenetze, Integration Solarenergie und so weiter. Das Resultat einer Pinch-Analyse, was liegt am Ende vor, wenn wir das durchführen oder wenn man das durchführt? Der erste Punkt scheint mir sehr wichtig, weil das ist das, was man heute eigentlich in der Regel nie hat. Was nützt es mir zu wissen, ich bin 3% besser, wenn ich nicht weiß, dass das Potenzial 30% ist? Aber ich kenne den Wert eben gar nicht. Ich kenne den minimalen Wert gar nicht, also ich habe keinen Vergleich. Und dann macht man Benchmarks und relative Vergleiche und relative Vergleiche sind halt immer relativ. Von daher, das scheint mir sehr wichtig, dass Ihnen das bewusst wird, wir kriegen absolute Werte in Kilowatt, Megawatt oder Kilowattstunden und Megawattstunden. Am Ende soll natürlich eine optimale Wärmerückgewinnung vorliegen und eine optimale auf den Prozess zugeschnittene Energieversorgung. Und natürlich das, was am meisten interessiert, ein Maßnahmenkatalog mit Maßnahmen, mit Kosten, Nutzen, Priorisierung. Gut. Ja, es gibt aber auch noch andere Benefits, die eine Pinch-Analyse hat. Sicher sehr wichtig, dass man eben Fehlinvestitionen vermeidet, dass man eben nicht ganz offensichtliche Lösungen umsetzt und eigentlich gäbe es ja deutlich bessere Varianten. Nicht selten hat man eben auch Reduktion der Kosten im Strom- und Wasserbereich. Und der letzte Punkt, das ist uns schon oft begegnet, dass das Resultat der Pinch-Analyse am Ende eine Erhöhung der Produktionskapazität war. Hier in der Nähe ein Sprühtrocknungsprozess. Durch Energieoptimierung werden Bottlenecks beseitigt und plötzlich können die Leute auf der gleichen Anlage 5-10% mehr produzieren. Also ist natürlich ein großer Benefit für das Unternehmen. Ganz kurz, wie eine Pinch-Analyse abläuft, das sehr, sehr grob. Hier ist eigentlich eine Botschaft wichtig. Der erste Balken ist der mit Abstand längste. Das benötigt oft viel Zeit, bis man diese Daten zusammen hat, bis man diese Ströme kennt und die Energiebilanzen geschlossen hat. Das ist ein Großteil der Arbeit. Die Pinch-Analyse selber, das ist oft keine große Geschichte. Wir haben Notebooks, das ist sehr rechenintensiv, nebenbei gesagt, aber dazu hat man heute Rechner und gute Programme, die einem die Arbeit abnehmen. Und der letzte Teil ist dann wirklich diese Maßnahmen zu erarbeiten, Kosten-Nutzen-Analyse, Priorisierung. Aber auch hier, da bin ich wieder auf der Linie mit allen, auch hier spielt der Mensch natürlich eine wichtige Rolle. Weil, ein Beispiel, wenn wir in einen Betrieb hineingehen und heute hat man da sogenannte Energiemanager, zumindest in den größeren Betrieben, und ich meine, die haben natürlich ihren Management seit Jahren berichtet, ja, bei uns ist alles ausgeschöpft, wir haben alles probiert und ja, sie wissen, wie das ist. Bei uns gibt es nichts mehr zu holen. Und da kommt da ein Berater von der Energieagentur oder eine Hochschule, macht eine Pinch-Analyse und zeigt 30% Einsparpotenzial. Das sind heikle Situationen. Und das muss man vorsichtig angehen und da braucht es viel Geschick in der Kommunikation und so weiter. Dann natürlich auch dieser Punkt, Eingriff in die Prozesse,
die Prozesse und Anlagen sind den Leuten oft ans Herz gewachsen und man will daran nicht unbedingt etwas ändern. Weil das sind ja ihre Prozesse. Oft auch Flexibilität. Man will ja nicht wegen irgendeinem Wärmeübertrager für eine Wärmerückgewinnung sich irgendwo einschränken oder Flexibilität verlieren. Und natürlich die ganze interne Organisation, insbesondere bei größeren Unternehmen. Wie ist das Business aufgestellt? Wie funktioniert das in diesem Betrieb? Wie werden Investitionsentscheide getroffen? Und so weiter. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man da eine enge Zusammenarbeit auf allen Stufen hat, Engineering, Produktion, Energiemanager, aber auch Geschäftsleitung, damit man da wirklich auch etwas erreichen kann, letzten Endes. Gut, also wir an der Hochschule Luzern, wir sind vom Bundesamt für Energie beauftragt, das zu pushen und die Anwender und die Industrie zu unterstützen. Sie sehen da einige Aufgaben aufgelistet. Das heißt, es ist von der Toolentwicklung über eben diesen Support, Beratung und Durchführung von Analysen. Aber auch ganz, ganz wichtig und immer wichtiger ist eigentlich dieser Punkt, dass wir Leute coachen, ausbilden, zum Beispiel die Moderatoren der Energieagentur der Wirtschaft, die besuchen bei uns Kurse, damit sie fit sind, diese Pinch-Analysen in der Industrie durchzuführen. So, jetzt damit Sie sehen, dass das nicht irgendwie Theorie ist, hier einige Beispiele. Also, die Liste, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind etwa 100 Unternehmen in der Schweiz, die jetzt da abspulen, wo eine Pinch-Analyse durchgeführt wurde. Ich glaube, es hat auch zwei, drei ausländische dabei, aber egal. Es sind um die 100 Unternehmen, es sind sicher noch deutlich mehr. Und das heißt, es ist eine, aus unserer Sicht eine Erfolgsgeschichte. Das Bundesamt für Energie hat vor einem halben Jahr eine umfassende Umfrage gemacht bei Unternehmen, bei denen Pinch-Analysen durchgeführt wurden. Und wir waren natürlich hoch erfreut. Also es ist fast ausgesehen wie beschissen. Nein, es gab keine einzige negative Rückmeldung. Und das ist für mich ein gutes Zeichen, dass man wirklich etwas erreichen kann, die Leute damit unterstützen kann und mithilft, so die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit zu steigern. Okay, hier noch zwei Beispiele, einfach herausgepickt von Pinch-Analysen. Hier ein Beispiel aus der Papierindustrie. Also, es geht meistens um große Zahlen, das sind auch 4.500 Tonnen CO2 und 1 Million pro Jahr haben oder nicht haben. Sie kennen das Spiel. Und bei einem durchaus sehr interessanten Payback. Da ein zweites Beispiel, das ist Nestle in Konolfingen. Eine Pinch-Analyse von Weißkopf und Partner. Auch das war ein Extremfall, 40% Einsparung. Auch etwas über 1 Million Franken pro Jahr, immer noch bei einem vernünftigen Payback. Ich möchte auch noch kurz betonen, dass das Bundesamt für Energie das unterstützt und auch Sie anregen oder das Ihren Partnern oder Unternehmen mitzuteilen. Das BFE unterstützt aktiv die Durchführung von Pinch-Analysen und übernimmt etwa ein Drittel bis 60% der Ingenieurkosten. Und auch die Energieagentur der Wirtschaft, wie Sie vielleicht wissen, die ENAF, da gibt es auf der Webseite ebenfalls Informationen zur Pinch-Analyse. Die Moderatoren der ENAF sind ausgebildet, führen selber Pinch-Analysen durch und die geben Ihnen sicher gerne Auskunft. Gut, damit bin ich eigentlich durch und ich möchte das Fazit reduzieren auf diese drei Punkte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass diese Pinch-Analyse wirklich ein Schlüssel ist zu mehr Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit von industriellen Prozessen. Mein persönlicher Wunsch und auch der Wunsch des BFEs ist, dass die Pinch-Analyse irgendwann einmal zu einem Standardwerkzeug wird. Ist übrigens auch schon bei gewissen Unternehmen ein Standardwerkzeug im angelsächsischen Raum. Und ich habe gerade während einer Messe im Juni erfahren von einem großen chemischen Unternehmen in Deutschland, da hat mir ein Ingenieur gesagt, ohne Pinch-Analyse müssen Sie gar nicht mit einem Investitionsantrag zur Geschäftsleitung gehen. Also ich denke, das kommt langsam. Und zu guter Letzt möchte ich Sie anregen, aufrufen, nutzen Sie diese Fördermöglichkeiten des Bundesamts für Energie. Das ist sehr unkompliziert und natürlich auch die Angebote der Energieagentur oder auch unsere Angebote oder von unseren Partnern in der Welschen Schweiz.
Gut, ich hoffe, dass ich Ihnen kurz zeigen konnte, diese neue Perspektive auf industrielle Prozesse durch die Anwendung der Pinch-Analyse. Und zu guter Letzt will ich Ihnen ganz herzlich danken für die Aufmerksamkeit. Danke. Dankeschön, Beat. Darf ich kurz in die Mitte bitten? Soll noch jemand sagen, es gäbe keine intelligenten Walliser? Geil, meine Güte. Er hat das Potenzial zum FIFA-Präsidenten. Also, ist jetzt das ein Kompliment, oder? Das kannst du selber interpretieren. Nein, ich möchte, klar, die technischen Sachen, da maße ich mir nicht an, irgendwelche Fragen zu stellen. Was ich gespürt habe, dass du hast sehr intensiv auch betont, wie noch eine gewisse Skepsis da ist. Also bei gewissen Leuten, wenn du zu den Managern gehst, als, ich meine das nicht despektierlich, als einer der Hochschule, und dann sind die Manager, die alles wissen, und dann kommst du und sagst, nein, man kann es auch so machen. Und am Ende dann trotzdem der Erfolg mit den über 100 Firmen. Wie groß ist dieser Gap noch? Ja, sagen wir mal so, die Pinch-Analyse ist halt auf gewisse Art abstrakt. Man hat da irgendwelche Kurven, die man rumschiebt und so. Und am ersten Blick haben die Leute immer das Gefühl, ja, das ist etwas Theoretisches, Hochschule und so, das hat den Stempel da, Elfenbeinturm von der Hochschule. Und ich denke, das ist auch eine Kommunikationssache, dass man es dann rüberbringen, damit die Leute wirklich den konkreten Nutzen sehen. Und wir spüren da natürlich Widerstände, das ist ganz klar. Wie argumentieren diese Widerstände? Wie spürt man die? Ja, bei uns, wir haben schon alles gemacht, wir haben alles probiert und ja, diese Überlegungen haben wir uns auch schon gemacht und die üblichen Argumente. Zeigt die Wildbahn, dass es schwierig ist, das zu etablieren? Also schwierig. Ich denke, die Unternehmen, die dann einen Schritt gewagt haben, ich weiß es auch von Ingenieurbüros, die haben gewisse Unternehmen mehrere Jahre bearbeitet, bis man dann wirklich die Pinch-Analyse durchgeführt hat. Aber eben, wie gesagt, diese Umfrage hat jetzt gezeigt, wenn sie durchgeführt wurde, war das Feedback sehr positiv, weil man hat wirklich eine neue Sicht auf die Prozesse, man kommt auf Maßnahmen, auf die man nicht kommt, einfach so. Wir haben heute schon am Vormittag mal gehört, dass man vielleicht sollte irgendwelche Vorschriften mit auf den Weg geben, dass man solche Sachen machen muss. Mhm. Würde das etwas bringen? Es gibt Anreize, die hast du am Schluss kurz angesprochen. Genau, also das war vor einigen Jahren auch eine Diskussion beim Bundesamt für Energie, dass man sagt, also eigentlich, dass eine Pinch-Analyse zum Bewilligungsprozess gehört, wie man halt eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen muss, eine Störfallverordnung, also STV-Störfallverordnungsprüfung machen muss, auch eine Pinch-Analyse, dass man aufzeigen muss bei Neubauprojekten, schaut her, wir haben uns das mit der Energieeffizienz angeschaut. Das fände ich eine gute Idee, aber ich denke, das ist nicht durchsetzbar. Der Wunsch, wie lange dauert es, denkst du, dass dein Wunsch, den du am Ende formuliert hast, der zweite Punkt auf dem letzten Chart, bis der Realität wird? Ja, ich denke, letzten Endes, der Energiepreis ist der beste Freund des Energieingenieurs. Das ist einfach eine Tatsache. Man merkt jetzt gerade bei diesem extrem tiefen Öl- und Gaspreis zum Teil wenig Bereitschaft. Aber ich denke, das ist jetzt nur eine kurzfristige Sache. Langfristig wird das ansteigen, der Leidensdruck steigt, man muss etwas tun. Ich denke, es kommt automatisch, aber das wird noch Jahre dauern. Vielen Dank für die Ausführungen. Beat Welliger ist übrigens gleich alt wie ich. Da sehen Sie, was aus einem wird, wenn er etwas gemacht hat in der Schule, wenn er aufgepasst hat. Genau. Und was aus einem wird, der nicht aufgepasst hat. Dankeschön, Beat Wellig. Danke.